Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Es geht heute auf die Equitana. Ich war so lange nicht mehr auf einer Pferdemesse. Voll heftig. Und ich werde sogar ein Meet & Greet am Royal Horseman Stand haben. Ich freue mich total, euch mal wiederzusehen. Ich bin mal gespannt, was ich so kaufen werde. Ich brauche auf jeden Fall eine neue Decke von Genie, denn sie ist nämlich aufgerissen einfach. Und was wollte ich noch kaufen? Ich überlege es gerade. Ich glaube auf jeden Fall noch ein gebissen kleineres. Meine Autogrammkarten. Junge, es sind so viele, sind auf jeden Fall bereit. Es sind ganz, ganz neue. Die habe ich neu gemacht mit meiner Reithose, mit diesem Bild hier. So sehen die aus und ich freue mich total, euch zu sehen. Oh, das riecht voll gut. Jetzt wird erstmal gefrühstückt. Das schmeckt sehr lecker. Das denke ich auch. Auf geht's zu Equitana. Wir haben jetzt einen Parkplatz irgendwo nirgendwo gefunden und laufen jetzt 20 Minuten zur Messe. Parkplatz finden ist so schwierig. Ich kann tatsächlich schon nicht mehr. Hey Mama, warte auf mich. Wie heißt die? Ja. Wo sind wir? Wir sind jetzt auf der... Ja, klar. Mama kauft jetzt noch ein Buch, damit sie uns noch besser Reitunterricht geben können. Ich stehe jetzt hier im Lager von Royal Horsemen und hier ist jetzt mein Meet and Greet. Also nicht im Lager, sondern da vorne am Stand. Und ich habe hier meine Autogrammkarten parat. Überwältigt, wie viele von euch gekommen sind. Das hat mich unfassbar doll gefreut. Und ich finde es auch total schön, mal mit euch in echt zu reden, euch wirklich mal zu sehen und zu sehen, wer hinter diesem ganzen tollen Support steckt. Viele haben auch mit mir ein Be Real gemacht. Das ist jetzt irgendwie die neue App. Es war ganz lustig. Und ich habe auch auf Schabracken unterschrieben, auf euren Handyhüllen. Boah, ihr seid echt kreativ. Ich habe hier nach langer Zeit mal wieder Jenny getroffen. Hallo! Wir haben uns echt lange nicht gesehen, oder? Ja, stimmt. Ja. Aber ich habe auf der Messe gearbeitet, jetzt die letzten 4 Tage. Und da ich wusste, dass Mia kommt, muss ich natürlich machen. Yes. Super, so, ich stehe gerade mit der lieben Julia. Hi. Und wir hatten gerade das Meet and Greet und es waren echt viele Leute da. Und wir haben schon fast voll Ärger von der Equitana bekommen, oder? Ja, genau. Also die sind dann auch vorbeigekommen und haben gesagt, na, länger darf die Schlange nicht mehr werden. Aber es ist noch alles gut gegangen und wir haben es gut geregelt. Also zum Glück. Die Autogrammkarten sind einfach leer, also ich habe über 200 Mal meinen Namen geschrieben. Es hört nicht auf. Ich habe mich super mal gefreut, dass so viele da waren. Ich habe mich ganz verliebt. Ich bin wieder zu Hause angekommen. Es war echt ein richtig anstrengender Tag. Es hat mir so viel Spaß gemacht, so viele von euch zu treffen. Und ich dachte mir, ich zeige euch jetzt, was ich alles gekauft habe. Also mache euch ein Haul. Aber ein bisschen anders. Und zwar errät Lisa alle Sachen, die ich gekauft habe. Hi. Ja, ich glaube, ich weiß echt viel. Ich sehe da schon Sachen. Ist das so? Ja. Ja, dann gucken wir mal. Wir fangen jetzt einfach mal einfach an. Was ist das? Mähenspray? Ja! Hä, wo hast du das? Weil du das immer auf Genie sprühst. Also ich habe mir dieses hier geholt. Das gab es für 7 Euro. Dachte ich mir, nehmen wir mit. Als nächstes, das weißt du bestimmt auch. Das weißt du safe. Halter? Ja, richtig. Und was ist das? Seil. Das Seil. Ja, also Leine. Der Strick. Ach, der Strick. Es sieht halt einfach aus wie Burberry fürs Pferd. Ja. Da dachte ich, muss ich mitnehmen. Ich finde das richtig schön. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch das gefällt. Das ist ziemlich hässlich. Das ist Spaß. Du für? Nein, das ist ernst, ich habe noch 2 weitere Sachen in diesem Muster. Ich finde es wirklich schön. Ich weiß, was das ist. Was denn? Eine Decke. Und der genaue Begriff. Pferddecke. Pferddecke? Ja. Nee. Hä? Natürlich. Das hier, oh, die ist richtig schön. Ich bin voll in love. Das nennt man Abschwitzdecke. Wow. Ich
finde die so schön. Wie findest du sie? Ich finde die auch recht schön. Dann das hier. Ich weiß, was das ist. Wetten, ist es eine Schabracke? Nein. Oh. Das ist ein Sattel. Das ist eine Regendecke. Wie viel Gramm? Was schätzt du so? 480 Gramm. Tatsächlich 0 Gramm. Ernsthaft jetzt? Ja, ernsthaft. Die ist nicht gefüttert. Aber trotzdem wiegt die doch was. Ja, aber 0 Gramm. Kommen wir jetzt zu der vorletzten Sache. Was ist das denn? Das ist 3 Meter lang oder so. Was ist das? Ist das, wenn man die so im 30 dreht quasi? Bitte was? Also wenn die dann so um dich herumlaufen die ganze Zeit. Ja, 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 Lisa, ja, weiter, weiter! Und das heißt, Auslaufgeländewegführer? Das ist ein Auslaufgeländewegführer, das ist richtig. Ehrlich jetzt? Ja. Nein, das ist eine Doppellonge. Was ist das denn für ein Scheiß? Das sollen wir nämlich jetzt zum ersten Mal mit Genie ausprobieren. Das ist das Letzte. Ich weiß, was es ist. Du darfst es gerne anfassen. Das ist ein Beißring, oder? Die haben das doch in ihren Zähnen, oder nicht? Und dann beißen die darauf. Das ist richtig, Lisa. Wirklich? Ring. Bissring. Bissring? Gebiss? Gebiss. Ich glaube, es ist ein Gebiss. Richtig. Genau, wir haben hier so ein doppelt gebrochenes Gebiss. Ich finde, Lisa hat es auf jeden Fall sehr gut gemeistert. Ich finde auch irgendwie. Ja, ne? Profi. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr mehr Videos mit Lisa wollt. So in dieser Art finde ich nämlich sehr witzig. So am Tag am Stall. Ja! Wo du alles machst. Auf. Ja. Hab ich was? Ja. Ich möchte, aber ich möchte aber nicht die Hufe auskratzen. Oh doch, Lisa. Boah, ich habe irgendwie richtig Hunger. Hast du auch Hunger? Ja. Sollen wir was essen? Das Ding ist, ich kann halt nicht kochen. Das Einzige, was ich kann, ist Rührei und Nudeln mit Ketchup. Was kannst du? Das kann ich nicht einmal. Ich kann einen Toast. Aber ich habe eine richtig geile Lösung dafür. Und zwar HelloFresh. Was ist das? Tada! Das ist die Box von HelloFresh. Das sind unsere 5 Gerichte, die wir uns ausgesucht haben. Hier sind nämlich immer diese Karten mit dabei, mit Anleitungen. Und ich würde sagen, wir kochen das hier, oder? Das würde ich auch sagen. Hier ist nämlich die Zahl 24. Deswegen suchen wir jetzt mal Päckchen 24 aus der Box. Hier ist Nummer 24. Hier sind alle Zutaten drin, oh, die wir brauchen. Einfach müssen wir nicht mehr einkaufen gehen. Let's go! Das ist so cool. Ja, ne? Alles sind super frische und hochwertige Zutaten von lokalen Erzeugern. Wir hatten unfassbar viel Spaß beim Kochen. Mmh. Oh mein Gott, Lisa, probier mal bitte. Ganz dringend. Ganz dringend. Ey, wie lecker. Richtig lecker. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Salatdressing hinbekommen. Ohne Spaß. Bei mir auch. Wir sind fertig mit Kochen, das ging irgendwie richtig schnell. Das wird richtig schnell. Und es sieht wirklich 1:1 aus, wie auf dem Bild. Es sieht so lecker aus. Mit der Zitrone aus. Noch hier. Und deshalb haben wir uns schon direkt die nächste Box für die nächste Woche bestellt. Ihr könnt eure Box individuell nach euren Vorlieben zusammenstellen und jede Woche aus 34 wöchentlichen wechselnden Rezepten auswählen. Ihr bekommt die Zutaten direkt nach Hause geliefert und könnt ein entspanntes Kochen ohne Stress genießen. Ihr gebt hier einfach ein, wie viele Mahlzeiten ihr wollt, wie viele ihr seid, eure Adresse und das Allerwichtigste, ihr müsst meinen Code am Ende eingeben. Hello Pferdewelt, denn damit könnt ihr bis zu 90 Euro sparen. Mega cool und das könnt ihr jede Woche nach Bedarf wiederholen. Okay. Ein Kaffee, lecker! Es ist so lecker. Ich bin voll stolz auf uns. Alter, das ist das leckeste Essen, was wir hier gekocht haben. Es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Und deswegen gönnt euch meinen Code Hello Pferdewelt und spart. Und wir lassen uns jetzt unser selbstgemachtes Essen noch schmecken. Das und auch. Das war's in meinem Video. Wir hoffen sehr, dass es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Geil.